Hallo, du da. Bist du der königliche Astronom? Jotzen. Jotzen? Was soll denn das bedeuten? Rombeka sitz sas ditzebük livim. Was? Romka sitz sas ditzebük livim. Ja, genau. Danke, Ron. Jotzen und so weiter. Auch an Ilvi. Oh je, der Astronom spricht offenbar eine fremde Sprache. Astronomisch oder so. Oh mein Gott, es gibt hier so viel zum Anschauen. Wir schauen, fangen hier oben an. Darf ich eine Frage stellen? P-I-N-F k q v f olde flivel ilf padft. Kreide. Dann will die mitnehmen. Wollen wir das Teles... Das war sicher sehr teuer. Okay, du möchtest es nicht. Was sagst du denn? Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Schlüssel. Können wir den mitnehmen? Lexika, anschauen. Oje, es ist vollkommen durcheinander. Na dann mal los. Hä? Wie? ABCFG. A bis G. CFG. HMNNO. Wollen wir mitnehmen? Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobbel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Oh, das wird ein Rätsel sein. Ich weiß es doch. Es wird ein Rätsel sein. Oh Gott. Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Ölschacht anschauen. Oh oh, da muss man aber sehr aufpassen, dass man nichts verschüttet. Ob ich das wohl ohne Hilfsmittel hinbekomme? Mondornament. Diese Mondsichel ist ganz schön scharfkantig. Brunnen, ah. Ein tiefer, dunkler Schacht, wie mein Leben. Mhm. Ja, wieso müssen wir denn die Sprache verstehen, um ihn... Wieso, keine Ahnung. Oder kann man ihn jetzt verstehen? Darf ich eine Frage stellen? Was sagst du da? Ich verstehe kein Wort. Was, wie... Warte mal, ich kann dich ja doch verstehen. Sogar laut und deutlich. Was für ein Glück. Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Zu spät? Wofür? Es gibt große Probleme. Der König, der Brunnen, das Gefüge von Raum und Zeit. Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Wer bist du denn? Wer bist du überhaupt? Ich bin der königliche Astronom. Der König hätte lieber ein paar Soldaten einstellen sollen. Wo sind die anderen Bediensteten? Geflohen. Und was machst du dann noch hier? Was schon? Die Ruhe bewahren. Wenn die Welt untergeht, dann ist es immerhin egal, wo ich bin, oder? Aber falls ein Held kommt, um die Welt zu retten, dann wird derjenige Hilfe brauchen. Du weißt also, was zu tun ist? In der Theorie, ja. Aber bevor du dir Hoffnung machst, die Chancen stehen schlecht. Wo
Wo finde ich denn den König? Wo finde ich den König? Im Augenblick leider gar nicht. Er hat sich in sein Gemach zurückgezogen. Und das liegt hinter der Tür da oben? Ganz recht. Die Tür lässt sich aber nur öffnen, wenn Wasser im Brunnen fließt. Und der Brunnen ist kaputt, richtig? So kann man das sagen. Was ist denn los mit dem König? Was ist denn mit dem König? Es sieht nicht gut aus. Der König ist sehr geschwächt. Er benötigt das Wasser des Lebens. Aber der Brunnen ist versiegt und der Weg zu seinen Gemächern ist versperrt. Man müsste das Gefüge von Raum und Zeit wieder reparieren. Das würde sowohl den Brunnen als auch die Tür wieder zum Laufen bringen. Leider kann nur der König selbst das tun. Das klingt nach einem Teufelskreis. Es gibt gar keine Lösung. Ich sagte es ja bereits. Es sieht nicht gut aus. Okay, also eigentlich ist es ein unlösbares Problem. Aber was hat denn der Brunnen für ein Problem? Was ist das Problem mit dem Brunnen? Das Gefüge von Raum und Zeit ist hinüber. Und mit Gefüge von Raum und Zeit meinst du? Dieses Planetenmodell da, ja. Es ist ein sehr mächtiges Objekt. Es treibt nicht nur den Brunnen an, es repräsentiert auch unser Sonnensystem. Es ist ein nahezu perfektes Modell. Oh, wie spannend, wenn man Astronom ist. Lass dich nicht täuschen. Planetenbewegungen, Tageszeiten, Jahreszyklen. Dieses Modell misst in gewisser Weise den Herzschlag unserer Welt. Dabei ist es so genau, dass man fast sagen könnte, die Welt richtet sich nach ihm. Fest steht nämlich, dass beide Einfluss aufeinander haben. Die Welt richtet sich nach dem Modell? Ja! Ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn jemand das Modell repariert, wäre auch das Ende abgehalten? Theoretisch ja. Aber nur jemand von königlichem Geblüt könnte so etwas tun. Es ist einfach zu bedeutend. Aber der König sitzt hinter der Tür fest. Ja. Die sich nicht öffnen lässt. Genau. Weil das Planetenmodell kaputt ist. Das ist das Problem. Himmel, wer denkt sich nur immer diese absurden Mechanismen aus? Das stimmt. Vielleicht. Das könnte doch helfen. Mach dich nicht lächerlich. Nur der König ist bedeutend genug, das Planetenmodell zu reparieren. Ja, aber der König ist nicht da. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Was kann schon passieren? Kann die Welt etwa noch mehr untergehen? Da sagst du was. Na also, sag mir einfach, was ich tun soll. Oh, da gibt es gleich mehrere Sachen. Wie immer. Erst einmal fehlt Öl. Ohne lässt es sich nicht ankurbeln. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass einer der 5 Planeten fehlt. Der Flüsterstein. Sagtest du Flüsterstein? Ja, er repräsentiert unseren Planeten im Raumzeitgefüge. Leider ist er verschollen. Okay. Nettes Hörrohr. Was sagst du da? Schon gut. Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen. Aber was soll's? Schieß los. Die Askel planen einen Angriff. Dann müssen wir uns beeilen. Nur der König kann uns vor den Askel schützen. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Nur in etwa. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Raum und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Dein Gejammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich suche derweil schon mal mein Sitzierbesteck. Oh, nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Ich könnte noch den ganzen Tag über Probleme reden. Es sieht in der Tat düster aus, mein Freund. Ich habe noch Fragen? Hast du etwa? Doch, doch, aber es ist... Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Ich finde kein Öl. Hast du schon im Alchemielabor im Nachbarturm nachgeschaut? Da hat mein Bruder früher immer Öl aus Olivenkernen destilliert. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Dein Bruder? Ja, er war der königliche Alchemist hier am Hofe. Was ist aus ihm geworden? Er starb eines natürlichen Todes. Naja, zumindest natürlich für einen Alchemisten. Auf der Beerdigung rauchten seine Stiefel noch immer. Und,
Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Das sollte kein Problem sein. Die Kurbel liegt hier irgendwo rum. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Und dass das Planetensystem gut geölt ist. Wenn du nur den geringsten Fehler machst, könnte es in einer Katastrophe enden. Ich komme nicht an den Flüsterstein. Tja, immerhin wissen wir, wo er ist. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist mein Sezierbesteck. Ja, entweder das oder eine bessere Idee. Bevorzugt eine, bei der die Bauchdecke meines einzigen Freundes in dieser Welt intakt bleibt. Puh, für solche Rührseligkeiten ist es zu spät. Wir haben eine Mission! Okay. Ich versuche es. Tu das. Ich glaube... Was stehst du los? Okay, wir brauchen Öl, dafür müssen wir in den Turm. Und wir kommen jetzt, wenn... Wartet. Und was ich auch schon mal kurz mache, einen Moment, ich muss mal eben das Mikrofon ein bisschen an die Seite schieben. Also, ich habe jetzt gerade mal ein Foto von dem Wappen hier gemacht für später. Denn das nehme ich mal an, ist das König, also das Wappen von Corona. Aber warte mal, Kurbelbrunnen. Einmal, können wir den mitnehmen? Okay. Dann nehmen wir den Türklopfer, machen den an die Tür dran. Na endlich. So. Oh, hey. So ein ähnliches Rätsel kenne ich aus einem anderen Spiel. Kommode, können wir die erstmal aufmachen? Mörser, Schüssel, nehmen wir mal mit. So, dann machen wir die Kommode wieder zu. Periodensystem, das ist schon das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Okay, Moment. Ich brauche einen größeren Zettel. Oder einer, wo noch nicht so viel draufsteht. Okay, nochmal. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Ich muss das jetzt nochmal machen, ein paar Mal bewegen. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Moment. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Moment, ich hab's gleich. Moment. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Okay. Und kann sie am besten anhand ihrer Farben unterscheiden? Aha. Leeres Fläschchen. Da steht ein leeres Fläschchen auf dem Sims. Rohrlabyrinth, Glaskolben. Das ist eine Destille. So eine hat Oma früher benutzt, um Schnaps aus Flusselfen zu brennen. Leeres Fläschchen. Entweder ist es leer oder es beinhaltet einen Unsichtbarkeitstrank. Können wir das... Vernin, Afrium. Ah. Das lasse ich lieber hier hängen. Farbmischregal anschauen. Was ist das? Ein Gerät, um Farben zu mischen? Oh je, Mini, das wird ja ein Spaß. Wir schauen uns mal das Rohrlabyrinth an. Oje, die Rohre stehen ja noch wie Kraut und Rüben. Überall sind offene Rohrenden, aus denen der Dampf entweicht. Und ich sehe nur zwei Korken. Das sollte ich schleunigst reparieren. Aha. Korken. Das ist kaputt, das brauchen wir.
warte. Aber wohin? Von wo muss das denn anfangen? Weil, okay, von hier. Aber das muss dann runter in die Distille. Das heißt, das hier brauchen wir nicht. Das heißt, ein Korken muss da rein. Warte, das muss... Aha. So. Dann brauchen wir nur nicht mal einen Korken. Warte, so. Weil hier geht er nicht, da ist es kaputt. Aber das ist doch eigentlich jetzt zu. Also es ist ein Kreislauf. Wenn das hier, dann kann es da nach da und da nach da. Es sei denn, man muss da irgendwie noch was anderes. Dann würde es aber in ein kaputtes Rohr enden. Münden. Und hier wäre auch noch eins. Das ist kaputt. Das können wir nicht drehen. So. Ah, warte, hier, das Rohr ist auch kaputt. Okay. Das ist fest. Okay. Sehe ich jetzt erst, dass das Rohr hier auch kaputt ist. Das heißt, also hier oben muss definitiv ein Korken rein. Oder auch nicht. So wäre es geschlossen. Theoretisch. Annehmen. Das kaputt ist. So? Wobei, das hier brauche ich ja dann nicht, aber dann müsste hier ein Korken hin. Nee, warte, das wäre ja dann auch frei. Müsste nur an das Rohr korken. Auch nicht. Man kann es jetzt überspringen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, das ist jetzt nochmal der Close-up von dem von einem dieser Minigames, dieser oft diskutierten. Wusstest du übrigens, dass Lucasfilm Games, als sie sogar noch Lucasfilm Games hießen, auch ein Pipe Dreams Spiel gemacht haben? Ein Pipe Dreams Klon? Ja. Ja. Okay. Den gab es. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber... Doch, ich erinnere mich. Irgendwas in den 90ern. Pipe. Ja. Pipe auch. Bla. Ja, richtig. Ja, Pipe Dreams war natürlich immer die Wucht. Das hier ist nicht ganz Pipe Dreams. Man kann immerhin so eine Art Rohrlabyrinth zusammensetzen. Das ist ja auch was.
Und nochmal ein bisschen Zerstreuung, denn es geht ja auch demnächst dann gleich ins Eingemachte. Also haltet ruhig durch. Und wer es schafft, halt möglichst lange seine Finger von dem Kreuz oben rechts zu lassen, der hat sich danach auch wirklich den Belohnungskeks verdient. Redlich verdient. Nö, keine Ahnung. Ich will es aber auch nicht überspringen. Ich will aber jetzt raus.